So, ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Unser Thema heute sind Relationen. Relationen sind ein Hilfsmittel, um Beziehungen zwischen Elementen einer Menge zu beschreiben. Beziehungen wie, ich möchte, dass ich zwei Elemente als gleich ansehen kann oder ich möchte, dass ich zwei Elemente in einer gewissen Art und Weise anordnen kann und noch viele andere. Wir beginnen mit der Definition. Eine Relation, und wir nennen die Relation R auf einer Menge X, ist eine Teilmenge des kartesischen Punkts von X mit sich selber. Gut, das ist die Definition. Warum soll ich Teilmengen des kartesischen Produkts von x mit sich selber überhaupt einen eigenen Namen geben? Der Grund dafür ist, dass wenn wir über Relationen sprechen, wir nicht über diese Teilmenge denken, sondern darüber denken, wie die Beziehung zwischen den Elementen, die dadurch hergestellt wird, funktioniert. Und die Schreibweise, die wir verwenden, ist auch typischerweise nicht, dass wir, um zu sagen, dass A, B in Relation zueinander stehen, das geordnete Paar A, B als ein Element von R anschreiben, sondern dass wir typischerweise A, R, B schreiben und sagen, dass A in Relation R zu B steht. Typische Zeichen für Relationen sind nicht Buchstaben, sondern Dinge, die an Gleichheit bzw. Ähnlichkeit erinnern, Dinge, die an Anordnungen erinnern und in diese Richtung gehen. Es gibt sehr, sehr viele Zeichen, die hier stehen können. Wir werden noch ein paar von ihnen einführen. Gut, wir werden jetzt kurz weiter definieren, einige wichtige Eigenschaften, die eine Relation erfüllen kann. Wir sagen, dass die Relation R reflexiv ist. Wenn jedes Element in Relation zu sich selber steht. Wir sagen, dass die Relation R symmetrisch ist, wenn A in Relation B bedingt, dass B in Relation zu A steht. Wir sagen, dass R antisymmetrisch ist. Wir werden gleich sehen, dass das tatsächlich quasi das Gegenteil ist. Wenn A in Relation zu B und B in Relation zu A impliziert, dass A gleich B ist. Und wir sagen, das ist das Letzte, was wir einführen, dass R transitiv ist, wenn aus A Relation zu B und B in Relation zu C folgt, dass auch A in Relation zu C steht. Gut, diese Bedingungen erlauben es, zwei Klassen von Relationen einzuführen, die das erfüllen, was wir am Anfang gesagt haben, nämlich Gleichheit von Elementen festzustellen unter einer gewissen Brille und Anordnungen von Elementen festzustellen. Und die zwei Klassen heißen Äquivalenzrelationen b
beziehungsweise Ordnungsrelationen. Und Äquivalenzrelationen zeichnen sich dadurch aus, dass sie reflexiv, symmetrisch und transitiv sind, während Ordnungsrelationen dadurch gekennzeichnet sind, dass sie reflexiv, antisymmetrisch und auch transitiv sind. Ich möchte das jetzt anhand von zwei sehr einfachen Beispielen kurz besprechen und weitere Beispiele findet ihr dann in den nächsten zwei Videos. Das erste Beispiel ist Gleichheit. Also tatsächliche Gleichheit. Naja, Gleichheit, da wollen wir, dass A in Relation zu B steht, genau dann, ich muss ja die Relation definieren zuerst einmal, wenn A gleich B ist. Es ist dann einfach tatsächlich die Teilmenge hinzuschreiben, aus der diese Relation besteht. Diese Relation besteht genau aus der Diagonalen in x Kreuz x. Also aus allen Elementen von der Form x, x, wo x ein Element von x ist. Es ist dann ganz einfach zu überprüfen, dass das eine Äquivalenzrelation ist und das wünsche ich mir, dass ihr für euch selber macht. Ich werde jetzt noch kurz die übliche Ordnung auf den reellen Zahlen als Ordnungsrelation besprechen. Hier ist die Relation definiert durch A steht in Relation zu B, genau dann, wenn A kleiner gleich B ist, beziehungsweise B minus A kleiner gleich 0, je nachdem, wie es anschreibt. Auch hier lässt sich relativ einfach feststellen, was die Relation R eigentlich ist. Die Relation R besteht aus allen Punkten x auf der reellen Achse als ersten Eintrag in einem Paar und der zweite Eintrag in dem Paar liegt irgendwo im halboffenen Intervall, das mit x beginnt und bis unendlich geht. Also so etwas. Wenn man das skizzieren will, dann sieht man, dass diese Teilmenge genau der Menge der über der 45-Grad-Gerade liegt, mit der 45-Grad-Gerade gemeinsam gehört. Und damit ist unsere kurze Einführung in Relationen auch schon erledigt. Natürlich, ihr solltet jetzt an der Stelle überprüfen, dass die übliche Ordnung auf R tatsächlich eine Ordnungsrelation ist, so wie wir besprochen haben, aber das könnt ihr selber.